Herzlich willkommen zum Gottesdienst am Vorabend des vorletzten Sonntages in diesem Kirchenjahr. Wir werden morgen den Volkstrauertag begehen, Einkehr halten, gedenken, aber auch heute schon richten an die Menschen, die in beiden Weltkriegen und während anderer kämpferischer Konflikte der vergangenen 75 Jahre durch Gewalt zu Tode gekommen sind. Wir bitten um Vergebung und Frieden. Wir hoffen auf Versöhnung. Der biblische Spruch, der uns durch die neue Woche begleiten soll, stammt aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 10. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Dieser Satz will uns zur Wachsamkeit aufrufen. Neu entdeckt und verkündet seit der Reformation dürfen wir hoffen und vertrauen, dass Gott Gnade vor Recht ergehen lässt. Dass er uns mit Liebe empfängt, wo und wann immer wir uns an ihn wenden. Wir hören die Melodie des Liedes 155, die Bitte, Herr Jesu Christ, dich zu uns wendet. Und wir wollen, wenn Sie mögen, dann die drei Strophen miteinander sprechen. Vielen Dank, Frau Herr Strüger, an der Ordnung. Das Herz zu einer Nacht rein, den Glauben mehr, stärkt den Verstand, dass uns dein Name wird wohl bekannt. Bis wir singen mit Gottes Heer, heilig, heilig ist Gott der Herr, und schauen dich von Angesicht in ewiger Freud und seligem Licht. Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Leben kommt von Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der uns Menschen trotz Schuld und Versagen seine Treue hält in Ewigkeit. Er wird das Werk seiner Hände anderen Mächten und Gewalten nicht preisgeben oder überlassen. Auch der Tod behält vor Gott nicht das letzte Wort. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Lasst uns an Gott denken und zu ihm beten mit den Worten des Psalms, der unter der Nummer 736,2 abgedruckt ist. Ich möchte beginnen und bitte Sie und euch, die jeweils eingerückten Zeilen im Wechsel mit mir zu sprechen. Auf den Ruf, kommt, lasst uns anbeten, hören wir den liturgischen Gesang. Könnte ich doch hören, was Gott, der Herr, redet. Dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, damit sie nicht in Torheit geraten. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Land Ehre wohnt. Dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue. Dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe. Dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Amen. Kommt, lasst uns anbeten. Ihr seid den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist. Wie es war, ist heute.
deine Liebe spürbar werden zu lassen, tun wir uns schwer. Immer wieder stoßen wir an Grenzen, im Zusammenleben mit anderen, im Blick auf uns selbst und unsere Gaben. Betroffen erkennen wir, wie wenig wir uns um die Freiheit und das Recht eines anderen kümmern, wie oft wir uns scheuen, Nöte und Lasten miteinander zu tragen. Gott, wir bitten dich, lass uns darüber nicht mutlos und zweifelnd werden. Schenke uns die Zuversicht, dass du uns Kraft zum Leben und zur Veränderung gibst, jeden Tag neu. Lass uns spüren, deine Liebe ist stärker als alles, was uns Angst und Sorge bereitet. Auf dieses Vertrauen hin bitten wir dich, Herr, erbarme dich. Schenke uns Zuversicht, dass unser Leben mit dir gelingt. Das bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir hören die Schriftlesung aus dem Neuen Testament. Auch Ferien liest aus dem zweiten. Überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereit hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn allezeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weinen wir fern von dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen.
Wir sind aber getrost und begehren sehr, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre darein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeder empfange nach dem, was er getan hat, im Leibe, es sei gut oder böse. Halleluja! Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja! Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nehmen Sie wieder Platz und wir hören die Melodie des Liedes, zu dem wir dann die Strophen bieten. Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sie sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, vom deutsch-amerikanischen Physiker Albert Einstein stammt der Ausspruch: Jeder Mensch kann ein Vorbild sein.
ein gutes oder ein schlechtes. Es gibt keine andere vernünftige Erziehung, als Vorbild zu sein. Wenn es nicht anders geht, ein abschreckendes. Wenn Sie jetzt überlegen, ob und inwiefern Sie ein Mensch sind, den sich ein anderer, Ihre Kinder, Ihre Enkel zum Vorbild nehmen könnten oder ob man einmal ein Mensch wird, der anderen zum Vorbild sein wird. Eine Persönlichkeit, die Eigenschaften besitzt, Verhaltensweisen an den Tag legt, die ein anderer nachahmenswert finden könnte oder lieber vermeiden würde. Und bevor Sie darüber nachdenken, wie denn ein Mensch lebt, der sich an Jesus Christus orientiert, der für sein Reden und Handeln nach Gottes Willen fragt und sich am Evangelium, also evangelisch, ausrichtet. Bevor wir das bedenken, möchte ich mit Ihnen und euch hören auf die uns am heutigen Vorabend des vorletzten Tages des Kirchenjahres, Sonntages, vorgeschlagenen Predigttext aus dem Evangelium des Lukas. Es ist der Abschnitt aus dem Lukas Kapitel 16, die Verse 1 bis 8. Darin heißt es: Jesus aber sprach zu den Jüngern: Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich selbst: Was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem Ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach: 100 Fass Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreibe flugs 50. Danach sprach er zum Zweiten: Du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach: 100 Sack Weizen. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Vielleicht haben Sie auch gedacht, das ist eine der eher weniger bekannten Geschichten im Neuen Testament, die man eigentlich erst entdecken kann, wenn man ein Evangelium mal von vorne bis ans Ende liest. Dabei steht sie eigentlich an prominenter Stelle, gleich nach dem wesentlich bekannteren Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und es ist eine Geschichte, die man im Grunde zweimal lesen muss, um sie richtig zu verstehen, aber auch um sich zu vergewissern, dass man sich wirklich nicht verhört hat. Zusammengefasst: Es geht um eine Art Geschäftsführer, ein Betriebswirt, ein Bankier vielleicht, der im Dienst eines reichen Mannes erhebliche Summen zu betreuen und zu verwalten hat. Und es kommt heraus, dass er das Vermögen seines Chefs nicht wirtschaftlich mehrt, sondern im Gegenteil mindert. Vielleicht ist er bequem, vielleicht fährt er riskante Anlagestrategien, wir erfahren nichts Näheres. Allein, dass der Betrug aufgedeckt wird und er zur Rechenschaft gezogen wird, sich verantworten muss, mit der Konsequenz entlassen zu werden. Mit der Aussicht, tief zu fallen, letztlich auf die Straße gehen zu müssen, vielleicht zu betteln. Aber solange die Zeit läuft und seine Unterschrift noch Gültigkeit hat, überlegt der noch Geschäftsführer,
wie er seine noch Kompetenzen am geschicktesten nutzt für das Leben nach der Abrechnungsstunde, danach, damit er nicht auf der Straße steht, wenn er auf der Straße steht. Und schließlich bestellt er die größten Kreditnehmer seines Chefs zu sich. Keine kleinen Fische, sondern offenbar selbst größere Unternehmer. Man sieht es an ihren erheblichen Schulden. Noch Geschäftsführer unterschreibt ihnen hinter den verschlossenen Türen stark reduzierte Schuldscheine. Er verändert, er fälscht die Verträge, also er setzt nochmal eins drauf und halbiert die Abgaben, manipuliert die Summen, er erlässt Schuld, er gibt, damit ihm gegeben wird. Duodes, ein alter Rechtsgrundsatz, Geld gegen Wohlwollen, Verpflichtung anderer für später, wenn die Hütte abgebrochen ist. Der Gedanke, so mache ich mir Menschen zu Freunden, das werden die Schuldner mir sicherlich danken. Dann werden sie mich in ihre Häuser aufnehmen, ich werde in der Zukunft nicht allein sein. Das ist meine Rettung. Die Geschichte, die Jesus erzählt, ist keineswegs unrealistisch. Wir erleben Ähnliches, zum Beispiel, wenn irgendwo ein Regierungswechsel ansteht, einer sein Amt aufgibt oder aufgeben muss. Da werden eben noch schnell ein paar Beamte befördert und in höhere Gehaltsstufen eingruppiert. Da sichert sich der eine oder andere Politiker das Wohlwollen von Einflussreichen, vielleicht am obersten Gerichtshof. Zuletzt in den USA Trump. Oder das von Wirtschaftsunternehmen, die ihn anschließend in den Aufsichtsrat berufen. In den letzten Tagen einer Regierung werden schnell noch einige Gesetze verabschiedet und Verträge unterschrieben. Gelegentlich verschwinden auch Akten. Und das alles wundert uns nicht wirklich. Wundern tut uns allerdings, dass Jesus eine solche Geschichte als Beispielgeschichte erzählt. Ja, vielmehr noch, dass er, das ist ja der Duktus und dann auch die Pointe, das Verhalten des trickreichen Geschäftsführers offenbar gutheißt und als ein gewisses, jetzt bin ich wieder beim Anfangsstichwort, Vorbild vor Augen stellt. Wie sollen wir das verstehen? Frühere Bibelausleger haben das Gleichnis gedreht und gewendet, um doch noch zu zeigen, dass der Geschäftsführer irgendwie moralisch vorbildlich handelt. Man hat zum Beispiel vermutet, dass die Schulden, die er erlässt, sein persönlicher Anteil am Kreditgeschäft seines Chefs gewesen seien. Aber so steht das nirgendwo. Im Gegenteil. Das Gleichnis nennt den Mann ganz ohne Umschweife ungerecht oder auch unehrlich. An der moralischen Fragwürdigkeit gibt es nichts zu rütteln. Doch aber der Geschäftsführer erhält noch ein zweites Adjektiv. Er wird klug genannt. Wegen seiner Klugheit wird er gelobt. Durch seine Klugheit wird er zum Vorbild. Schaut seine Klugheit an. Davon sollt ihr für euch lernen, sagt Jesus zu den Seinen. Und wir fragen, worin besteht denn die Klugheit? Zuerst besteht sie darin, dass der Verwalter seine Lage realistisch sieht. So ernst ist die Lage. Die Lage ist ernst. Er erkennt nüchtern, meine jetzige Existenz, die so wird sie zu Ende gehen. Meine Entlassung ist beschlossene Sache. Bald stehe ich vor meinem Herrn, werde ich sozusagen vor dem Richterstuhl den Offenbarungseid ablegen müssen, zur Rechenschaft gefordert werden. Und dann muss ich meine Geschäftsbücher öffnen und sie ihm übergeben. Und er wird das Urteil sprechen. Das ist meine Lage. Es geht um meine Zukunft. Und Jesus sagt, klug sein. Im Angesicht einer ungewissen Zukunft bedeutet, die Zeit,
Nutzen. Wissen, wohin man sich wendet. Einsatz und auch Zuversicht. Klug sein bedeutet, die Gegenwart, Not und Sorge nicht zu verleugnen oder zu verdrängen und auch Schuld nicht zu verdrängen. Es bedeutet auch, nicht alles fatalistisch auf sich zukommen zu lassen und die Hände in den Schoß zu legen, sondern die Initiative zu ergreifen und zu handeln, etwas zu wagen. Genau das tut der Verwalter. Er sieht seine Lage in aller gebotenen Nüchternheit und er sieht seinen Handlungsspielraum und er wappnet sich. Und dabei kommt es durchaus darauf an, dass er nicht einfach Geld für sich beiseite schafft, sondern dass er sich das Wohlwollen, die Hilfe und die Treue anderer Menschen zu erwerben versucht. Geld ist bei ihm Mittel, nicht Zweck. Beziehungen sind ihm wichtiger als Besitz. Die Frage ist, wissen wir als Christen in Zeiten der Not, im Wissen um die Begrenztheit unseres Lebens, was wir zu tun haben, an wen wir uns wenden sollen und was gut und richtig ist? Jesus zeigt, das ist unsere Lage. Auch in unserer Zeit, in unserer Welt, gehen wir einer Begrenzung entgegen. Keiner weiß, wann sie für ihn eintritt, aber sie ist beschlossene Sache. Einmal werden wir vor Gott stehen und das Buch des Lebens wird aufgeschlagen. Gib Rechenschaft. Was hast du aus deinem Leben gemacht? Was der Chef dem Verwalter sagt, das steht auch über unserem Leben. Es kommt der Tag am Ende aller Tage, an dem Gott aufdecken wird, was war, an dem er richten wird, die Lebenden und die Toten, so haben wir es gerade auch im Glaubensbekenntnis bekannt. Die Rechenschaft, das wird Gott einmal zu jedem von uns sagen, ein Thema am Ende des Kirchenjahres. Und viele heutige, auch Theologen, sagen, ja, das mit dem Gericht Gottes, diese Drohkulisse, das kann man heute modernen Menschen noch so nicht mehr sagen. Aber die Bibel zeigt, Gott hat uns vieles anvertraut. Unsere Lebensjahre und Tage, unsere Zeit und unser Können, unsere Begabungen, unsere Erfolge, unsere ganze Schaffenskraft und die Schöpfung. Unsere Kinder, unsere Mitmenschen auf der ganzen Welt. Wir sind im Grunde alle Verwalter der mancherlei Gaben, die Gott uns anvertraut hat. Er hat uns einen Auftrag gegeben. Und das ist gleichzeitig das Bild, nach dem er uns geschaffen hat. Das macht unsere Würde aus. Und dieser Würde entspricht es, dass Gott auch sagen wird, ich glaube das, wie bist du damit umgegangen? Mensch, gib Auskunft darüber. Wie er dann über uns urteilt. Ja, noch eine andere Sache, aber gefragt und zur Rechenschaft oder ja, zum Aussagen darüber, das denke ich, sind wir auf jeden Fall eines Tages gestellt. Und in mehreren Geschichten warnt Jesus davor, die Beurteilung durch Gott einfach auszusetzen, sich vor Fehlern so zu schützen, dass man im Grunde gar nichts mehr tut. Wer handelt, macht Fehler. Jesus versucht den Menschen immer wieder klarzumachen, auch mit einem drastischen Beispiel wie dem des betrügerischen Verwalters, dass Gott Verständnis aufbringt für Fehler, für ein Falschverhalten. Das Beispiel des verlorenen Sohnes, wie gesagt, geht dieser Geschichte voran. Gott hat Verständnis für uns. Er nimmt uns so an, wie wir sind. Der die Pfunde ihm aber anvertraut sind, verhält. Der lässt sich zwar nichts zu Schulden kommen, der handelt wohl korrekt, aber er ist nicht klug für das Leben, für das Danach. Klug sein noch einmal heißt, einen aktiven, einen weitsichtigen und fantasievollen Umgang mit dem Leben, das uns geschenkt ist. Zeigen, wohin Gott uns stellt. Verkünden,
was Gott uns aufgetragen hat. Von diesem Hintergrund höre ich das Gleichnis so: Spare nicht unnütz mit deinem eigenen Leben, mit deinen Möglichkeiten. Geh klug mit deiner Zeit um und auch mit deiner Kraft. Nutze sie gut aus. Investiere sie und setze sie ein. Am besten da, wo Menschen sind, in Freundschaften, in Beziehungen. Halte die Liebe nicht zurück. Teile reichlich Vergebung aus, damit dir eines Tages vergeben wird. Und verberge dich nicht in falscher Bescheidenheit, auch nicht in Selbstmitleid oder Fatalismus, sondern gehe beherzt und mutig an, was vor dir liegt. Am Ende wird es nicht darauf ankommen, dass du makellos und rein vor Gott stehst. Sein Erbarmen ist ohnehin größer, als du denkst. Am Ende kommt es darauf an, dass du im Angesicht Gottes dein Leben gewagt hast. Ein Theologe unserer Zeit erinnerte in dem Zusammenhang, dass wir morgen über den Volkstrauertag bedenken, an eine historische Persönlichkeit, die erst durch einen amerikanischen Kinofilm der Vergessenheit entrissen worden ist. Ich möchte auch an diesen Menschen erinnern. Er denkt an Oskar Schindler, den Unternehmer, der am Ende des Krieges rund 1200 Krakauer Juden vor dem Konzentrationslager gerettet hat. Dieser Oskar Schindler war nach anderen Zeugnissen ein eher opportunistischer Typ, viel unsympathischer als der Hollywood-Film Schindlers Liste, so ist der Titel ja, ihn mit Liam Neeson in der Hauptrolle gezeigt hat. Lange Zeit, das weiß man, arbeitete er sogar eng mit den Nationalsozialisten zusammen. Er profitierte wirtschaftlich vom Krieg. Doch dann tat er zur rechten Zeit das Richtige. Um seine jüdischen Arbeiter vor der Deportation und dem sicheren Tod zu bewahren, zog Schindler alle Register des Betruges. Er fälschte Dokumente und zahlte der SS Millionen Bestechungsgeld, kaufte die Juden ihnen ab. Ein Repräsentant, ein Bekenner von christlichen Tugenden war er nicht, aber er ist ein Vorbild geworden, ein kluger Verwalter seiner eigenen Möglichkeiten. Der Verwalter aus der Geschichte, wie Oskar Schindler, sind schwierige Vorbilder, fragwürdig. Doch sie dienen als drastische Erinnerung daran, dass wir vor Gott nicht nach hehren Tugenden und edlen Prinzipien gefragt werden. Wir werden gefragt, wie entschlossen, wie mutig und liebevoll hilfreich wir unser Leben verantwortlich vor Gott leben. Auf das bezogen, was uns von Gott her anvertraut ist, auf unsere Gaben. Und ich höre so aus Jesu Wort: Geht gütig mit euch selbst und mit dem euch Anvertrauten um. Macht Gutes aus euren Gütern. Und wenn so die provozierende Botschaft dieser Erzählung, wenn schon der ungerechte Verwalter in seinem Egoismus eine solche Güte hinbekommt, er macht ja das Leben der anderen leichter, dann müsstet ihr, Kinder des Lichtes, das erst recht können. Also benutzt Geld, solange ihr es habt. Ihr gebraucht es im Licht der Ewigkeit nicht klug, wenn ihr es nur anhäuft und nichts davon weggehen lasst, sondern ihr setzt es klug ein, wenn ihr gebt, wenn ihr anderen helft, wenn ihr aufmerksam seid für die Armut der Armen und die Schuldenlast der vielen und wenn ihr diese mittragen helft. Macht euch Freunde, setzt euer Gut ein für Gott und den Nächsten. Ein gewagtes Leben gibt es nicht ohne Scheitern, ohne Blessuren. Es gilt, die Zeichen der Zeit richtig einzuschätzen und auch die Grenzen der Möglichkeiten, auf dass wir im Sinne auch des Psalms 90 klug werden. Klug werden für das Leben, das Gott für uns will.
heute und morgen bis hin in seine Ewigkeit. Und der Friede Gottes, der all unser Verstehen übersteigt, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir hören noch einmal auf die Melodie des eben schon angeklungenen Liedes und sprechen die weiteren Strophen. Können wir uns an Gott wenden. In der vergangenen Woche haben wir Abschied genommen von einem Glied unserer Gemeinde und ich bitte alle dazu, sich zu ergeben. So. Und fürbitte. Gestorben ist Frau Gudrun Jongen. Sie starb im Alter von 72 Jahren aus Kohlstadt. Wir wollen beten. Ewiger Gott, Schöpfer und Bewahrer des Lebens. Aus deiner Hand kommen wir in dieses Leben, in deine Hand kehren wir zurück. Lass uns das Trost und Zuversicht sein in unserer Trauer um Frau Gudrun Jong. Gott, wir danken dir für das Leben, das du ihr gegeben hast, für alles, was darin gelungen ist und alles, was ihr an Liebe widerfahren ist. Hab Dank für alle Kraft, die geholfen haben, das Schwere im Leben zu tragen. Gott, schenke der Verstorbenen nun Ruhe und Frieden, das neue Leben in deiner Gemeinde. Und tröste alle, die Trauer im Herzen tragen, in der Zuversicht, dass dein Weg mit uns nicht am Grab endet, sondern in neue Zukunft führt. Amen. Liebe Gemeinde, wir danken für die Kollekte vom vergangenen Wochenende. Sie wird gesammelt, einmal aus dem dürfen wir auch wieder Platz nehmen. Und sie erhebt deshalb im Klingebeutel und in der Außenkollekte einen gleichen Betrag, weil sie dann wiederum aufgeteilt wird. Und das waren in der vergangenen Woche 104,73 Euro im Klingebeutel und 104,73 Euro in der Außenkollekte. Die heutige Kollekte wird erbeten, einmal für die Diakonie für die helfenden Aufgaben in der eigenen Gemeinde und für die Aktion Sühnezeichen. Dazu heißt es, suche den Frieden und jage ihn nach, aus 1. Petrus 3,1. So heißt es im 1. Petrusbrief. In jedem Jahr leisten Freiwillige der Aktion Sühnezeichen ihren Beitrag, damit unsere Welt friedlicher wird. Sie handeln im Bewusstsein der Verantwortung, die aus der Geschichte erwächst, damit der Friede Wurzeln erhält. Viele junge Menschen gehen in verschiedene Länder, um neue Wege zu gehen. Die Zukunft ermöglichen, Aktion Sühnezeichen trägt das seit 1958 im Rahmen von kurz- und langfristigen Freiwilligendiensten zu Frieden und Verständigung bei, setzt sich für Menschenrechte ein und sensibilisiert die Gesellschaft für die Auswirkungen der nationalsozialistischen Geschichte. Jährlich absolvieren rund 500 Freiwillige in ca. 15 Ländern in einem Friedensdienst mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste.
Friedensarbeit mit Freiwilligen. Sie engagieren sich in Sozialdiensten für Überlebende der Shoah, in Gedenkstätten, in Projekten mit Kindern und Jugendlichen mit psychischen und physischen Beeinträchtigungen, in Flüchtlings- und Obdachlosenprojekten sowie in der politischen Bildungsarbeit gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus. Gott segne Gebende und Gabe. Nun lasst uns hören auf die Melodie des nächsten Liedes. Gott liebt diese Welt und wir werden danach die Strophen beten. Deine Liebe ist größer als alles, was uns belastet. Du bist auferstanden und lebst, damit wir Hoffnung haben, auch über den Tod hinaus und mit dir leben. Hilf uns, neu darauf zu vertrauen. Lass in den Alltag unseres Lebens den Morgenglanz der Ewigkeit immer wieder neu aufgehen. Hilf uns zu unterscheiden zwischen dem, was vergeht und dem, was bleibt. Hilf uns mit dem, was wir haben, gerecht und gütig umzugehen. In unsere oft so zerrissene Welt bitten wir dich, gib Frieden, wo Krieg herrscht. Segne die politisch Verantwortlichen. Gib ihnen in den Finanz- und Schuldenproblemen Weisheit und Ehrlichkeit. Hilf uns, dass wir in unserem Wohlstand nicht blind werden für die Nöte der Menschen. Hilf uns, mit unserem Gut Gutes zu tun. Vor dir denken wir an alle, die Opfer von Krieg und Gewalt wurden. Keine Träne und kein Leid ist vor dir vergessen. An alle denken wir, die in unserer Zeit wegen des Glaubens verfolgt werden. Sei ihnen nah. Hilf uns, wo es möglich ist, für Gerechtigkeit und Frieden einzutreten. Mach uns stark im Mut, der dich bekennt. Dass dein Licht hell wird in unserer Welt, bis wir dich im ewigen Licht sehen. Amen. Gemeinsam lasst uns beten, wie uns der Herr zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in die Ewigkeit. Amen. So geht nun hin im Frieden unseres Herrn und tragt seine Liebe im Herzen und in die Welt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Wenn sich der Menschen Hulde und Wohltat all verkehrt, so fühlt sich Gott gar balde, sein Macht und Gnade bewährt. Er hilft aus aller Not, er rettet von Sünd und Schande, von Ketten und von Banden, und wenn's auch wär der Tod. Auf ihn will ich vertrauen in meiner schweren Zeit. Es kann mich nicht gereuen, er wendet alles Leid. Ihm sei es heilgestellt, mein Leib, meine Seele, mein Leben. Sei Gott dem Herrn ergeben, er schafft, wie es ihm gefällt. Ist aber zu den gewohnten Zeiten telefonisch wie auch per E-Mail erreichbar. Die Kleiderstube bleibt geöffnet für jeweils eine Person mit Mundschutz, Sie kennen das. In der Kinder- und Jugendarbeit findet im November alles digital statt. Verschiedene Angebote wird es geben. Auskunft dazu gibt unsere Jugendreferentin Dorothea Schul. Das angekündigte Treffen des Adventsbesuchsdienstkreises jetzt geplant für Dienstag, den 17.11., muss leider abgesagt werden. Jedoch wurden Plätzchen schon in ausreichender Menge abgegeben, dafür einen herzlichen Dank von unserer Seite. Der Handarbeitskreis lädt vom 8.11. bis 20.12. nach den sonntäglichen Gottesdiensten in die Martin-Luther-Kirche zu einem Basar ein. Der Basar öffnet von 10.45 Uhr bis 13 Uhr und es werden selbstgefertigte Produkte zum Kauf angeboten. Weiterhin auf unserem YouTube-Kanal haben Sie die Möglichkeit teilzunehmen an unseren Gottesdiensten oder dem Format Gottes Wort für die Woche, wo in einem dreiminütigen Video die Auslegung des Wochenspruchs zu finden ist. Auch sonstigen Veranstaltungen versuchen wir dort anzustellen. Und nun laden wir zu folgenden Gottesdiensten ein. Am 18.11., das ist der Mittwoch, Buß- und Bettag. 18 Uhr hier Gottesdienst in der Markuskirche mit Pfarrer Joachim Leberecht und Gemeindereferent Wilfried Hammers. Um 19 Uhr Gottesdienst mit Predikant Erhard Ley in der Martin-Luther-Kirche in Merkstein. Und um 19.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Frank Ungeraden und Pfarrer Rainer Thoma im Lukas-Gemeindezentrum in Kohlschatt. Der nächste Sonntag ist der Ewigkeitssonntag. Wir möchten Sie alle bitten, sich anzumelden, wenn Sie bei diesem Gottesdienst teilnehmen. 10 Uhr in der Markuskirche, Gottesdienst mit Abendmahl.
Gottesdienst mit Abendmahl im Lukas-Gemeindezentrum mit Pfarrer Frank Unkenhardt. Dann noch ein Hinweis auf die Andachten in den Friedhöfen. Um 14.30 Uhr auf dem Friedhof Plitscher, um 15.30 Uhr auf dem Friedhof Lange Hecke, ebenfalls mit unserer Pfarrerin Renate Fischer-Bartsch. Ja, aufgrund der Corona-Lage müssen wir leider den Mund-Nasen-Schutz bei unseren Gottesdiensten verpflichtend machen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie